Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Moin moin, hier ist der Achim aus Dortmund und dieses hier ist die Geek Talk Daily-Folge für Donnerstag, den 8. Dezember. Ja, 5 Themen heute und ich sag's gleich, Amazon ist diesmal nicht dabei, ich bin überrascht. Also, SoundCloud Go ist ab sofort in Deutschland am Start. GoDaddy kauft Host Europe. Airbnb verwendet Foursquare-Fotos. Pebblecore und der Rest vom Schützenfest ist, ja, Vergangenheit wahrscheinlich. Und Pokémon Go kündigt Großes an. Okay, starten wir mal an mit SoundCloud Go. SoundCloud ist schon knapp an die 10 Jahre am Start. Ein richtiger Veteran im Social Web, obwohl das ja viele gar nicht mal so wahrnehmen. Aber da passiert ganz viel auf der, ja, Musikplattform. Die haben halt auch ohne Ende User, sind aber nie so richtig, ja, vom Start gekommen, im Gegensatz zu den ganzen Streaming-Diensten. Und da wollen die jetzt aufholen mit SoundCloud Go, die es schon im Ausland gab. Ich glaube in Frankreich und England und in den USA. Aber zumindest jetzt Deutschland ist am Start und SoundCloud Go hat halt mehr Musik. Also die haben halt Deals mit Plattenlabels gemacht. Und es gibt die Möglichkeit, auch Sachen runterzuladen und das gesamte Programm ist Start für 9,99 €. Außer wenn man in iOS über den App Store bucht, dann kostet es 12,99 €, weil die sich irgendwie die Kohle umlegen wollen, die Apple sonst kassiert. Naja, aber man kann auch wohl ein bestehendes Konto bei iOS mit 9,99 € über die Webseite von SoundCloud Go abschließen und dann passt das auch. Ja, GoDaddy kauft Host Europe. Host Europe, ich weiß ja nicht, wer von euch der Kunde ist. Ich jetzt persönlich nicht. Habe ich aber öfter schon mal eigentlich gute Sachen drüber gehört. Jetzt nicht der Überflieger, aber ist wohl eine solide Firma. GoDaddy hört man eher immer so Schlechtes. Die kenne ich auch aus noch persönlichen Erfahrungen. Die haben halt schon mal einen ganz üblen Upsell immer gehabt. Man kommt auch kaum raus und die wollen einem immer mehr verkaufen, dann wenn man eigentlich nur ein Domain haben möchte. Ja, die werden jetzt mit der Übernahme, wenn das durchgewunken wird, da hängt ja immer das Kartellamt noch dazwischen, dann werden die ja direkt zum größten Anbieter dieser Art in Europa. Und die haben jetzt 1,69 Milliarden Euro für Host Europe ausgerufen. Tja. Bleibt spannend, ob die damit durchkommen und was das dann wirklich für Host Europe und die Kunden von denen bedeutet. Airbnb, die haben jetzt einen Deal gemacht mit Foursquare und im Prinzip haben die Foursquare-Fotodatenbank gekauft. Das heißt, die Airbnb-Kollegen hatten schon ein paar Mal jetzt angefangen, für diverse Städte Städteführer zu erstellen, digitale Städteführer. Und in die werden jetzt wohl Fotos von Foursquare integriert, die natürlich aus der Foursquare und Swarm Community kommen. Das heißt, da ist jetzt nicht hochglanzpoliert unbedingt. Das sind bestimmt schöne Fotos, die dann ausgewählt werden, aber das sind wichtigerweise natürlich realistische Fotos von Nutzern. Finde ich prinzipiell eine gute Sache. Also auch, dass die zusammenarbeiten. User-generated Content gefällt mir immer gut und bin gespannt, was die da so am Start haben, wenn die halt ihre Städteführer dann jetzt aktualisieren mit den Foursquare-Daten. Ja, Pebble. Pebble wurde von Fitbit gekauft. Wir haben jetzt, glaube ich, auch ein, zwei Mal hier im Daily Geek Talk drüber geredet. Und es wurde schon vermutet, aber jetzt ist es ja mehr oder weniger wirklich klar. Die ganzen Sachen, die noch zuletzt von Pebble auf Kickstarter angeboten wurden, wie die Pebble Core und die Pebble, die zweite Pebble hier, ich weiß jetzt gar nicht aus dem Kopf, wie sie heißt, Pebble 2. Die sind jetzt wirklich Geschichte. Also die wurde bekannt gegeben, das wird eingestellt, wir liefern nicht mehr aus. Die ganzen Kickstarter-Backer bekommen ihr Geld zurück. Ich glaube da auch dran, also dass das schon durchaus gut läuft, dass die kriegen alle ihr Geld zurück, aber das hat natürlich einen bitteren Beigeschmack. Also auch gerade, weil sich Leute dann wirklich ja über Kickstarter mit der Pebble eingelassen haben, nachdem die halt eigentlich schon eine richtige Firma war und eigentlich kein Kickstarter machen sollten, haben Leute trotzdem gebackt, damit die halt vorab ihr Geld haben und dann produzieren können. Und jetzt auf einmal, ja, nee, ist nicht, tschüss. Ob das jetzt auch von Pebble abgesehen, die damit halt echt praktisch halt zumachen und ihre
Intellectual Property, also ihr ganzes Fachwissen und ihre Angestellten einfach an Fitbit übergeben. Ob das jetzt auch Kickstarter vielleicht noch einen schalen Beigeschmack gibt, da wird man sich jetzt vielleicht auch zweimal überlegen, ob man da noch was backt. Naja, mal gucken. Ich glaube, da werden wir in den nächsten Tagen auch noch einiges von hören. Genauso wie von Pokémon Go. Da werden wir bestimmt auch noch ein paar Sachen hören. Da soll heute angeblich eine Pressekonferenz stattfinden. Da kann man sich jetzt auch tot googeln und findet immer unterschiedliche Infos. Also Stand jetzt bei der Aufnahme, kurz nach Mitternacht, da ist noch nichts passiert. Ich konnte noch nichts rausfinden, aber eventuell kann ich euch morgen was dazu sagen. Aber anscheinend deutet alles darauf hin, dass am 12. Dezember ein großes Update kommt und dann wahrscheinlich auch 100 neue Pokémons am Start sind und eine Zusammenarbeit mit Starbucks. Und sehr wahrscheinlich wird die Zusammenarbeit mit Starbucks für uns in Deutschland wieder, finde ich, von Belang sein. Aber zumindest hier das große Update, 100 neue Pokémons. Ich glaube, da freuen sich auch die deutschen Spieler drüber. Ich auf jeden Fall. Ich bin der große Pokémon Go-Spieler, wenn ich auch sonst schon nichts spiele. Da bin ich noch dabei. Und ja, vielleicht morgen Neuigkeiten. Schauen wir mal. Ansonsten war es das für mich. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag. Hoffe, ihr bleibt uns treu, abonniert uns, gebt uns Feedback auf den üblichen Kanälen. Ich erspare mir jetzt das ganze Labalaba. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Und ja, macht's gut. Ich sag mal, ciao, ciao, bis morgen. Der Geek Talk Daily Podcast erscheint täglich von Montag bis Freitag. Anhören kannst du uns via iTunes, YouTube, Soundcloud oder alternativ via RSS-Feed auch über den Podcatcher deiner Wahl. So verpasst du auf jeden Fall keine Folge von uns. Alle Informationen dazu, wie du uns abonnieren kannst, findest du auf daily.geektalk.ch/abonnieren. Sehr gerne darfst du uns natürlich auch über Social Media verfolgen. Dazu facebook.com/geektalk, das über unseren Mutterpodcast oder via Twitter @geektalkdaily. Hört mehr Geek Talk!